Ja, nee, nicht das, nicht das, das nicht das, nicht das, was ihr jetzt denkt. Nein, das ist ganz einfach und ganz einfach. Ganz einfach. Mein Nopsi ist weg! Ach nee, siehst du, man muss erst brüllen. Dann kommt er wieder. Hat sich versteckt, die Sau. So, rein. Flup. Genau. Handy ist nämlich schon wieder. Ja, ja. Ein Hustenbonbon. Zwei Hustenbonbon. Drei Hustenbonbon. Vier Hustenbonbon. Fünf Hustenbonbon. Oh, sechs Hustenbonbons. Ach nee, hier, wir machen sieben. Sieben auf einen Streich. Meine drei McRibs sind gerade im Angebot. 1,99. Da muss ich doch mal zugreifen, schlagen, tun, machen. Kuli liegt hier oben auffälligerweise. Okay, wir haben es übrigens Mittwoch, Tag vom 3. Oktober, Feiertag bekanntlich. Scheiße, ich habe ja gar nichts eingetragen, die ganze Woche. Ich bin... Da war mal in Frankfurt, das weiß ich. Das weiß ich. Frankfurt, dann wieder auf dem Hof und dann nach Hause. 2 Uhr, Feierabend. Ja. Gestern, 3 Uhr, Feierabend. Waren wir in der Firma, waren wir in Frankfurt, wie ihr gesehen habt, wieder in der Firma und nach Hause. Wann sind wir denn losgefahren? 16 Uhr. Zack. Mittwoch. Wir starten 15:30 Uhr, Nordheim. Dazu habe ich Folgendes gefunden. Du kannst deine Schnauze halten! So. Nee, dich meine ich nicht. Sorry. Ich muss noch was denken hier, Alter. So, zack. Nein, das habe ich. Doch. Jetzt checken wir erstmal die Lage, wie es denn in Kassel aussieht, meine Freunde. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Suchen. Langgöns. Route. Ich befürchte mal, es ist... ja, es ist... Stau und stockender Verkehr. Gut. Ja. Also. Ich brumme mal los. Markus. War so klar. Es ist nicht möglich. Es ist mit dieser Scheißkamera nicht möglich. Ja, wir haben es Freitag. Bin hier quasi bei Nachbarfirma bei uns auf dem Hof. Hing mir gerade einen Trailer an. Was gerade passiert ist. Dann geht's nach Stockstadt. Ja, Neu-Isenburg. Nach Hause, ins Wochenende, ins Kurze, weil von Sonntag auf Montag geht es wieder weiter. Alter, also glaubst du es? Manchmal frage ich mich echt. Moment, kurz Luft holen. Euch ist ja aufgefallen, wir haben ja hinten in den Aufliegern, haben wir das Auflieger-Kennzeichen stehen, an der Stirnwand und natürlich das Kennzeichen. Ne? So wie hier bei denen. So. Einmal draußen ran. Und drinnen, hinten an der Stirnwand. Das ist bei den Planen anders, bei den Koffern oder Kühlern steht es hinten quasi in den Türen an der Seitenwand. So, die Firma hier, wo wir sind, stellen wir die Auflieger jeden Tag ans Tor und die beladen die. So weit, so gut. Jetzt war der Auflieger fertig, ich habe den weggezogen, ich mache die Türen zu. Dann kommt der Verlader an, muss immer Türen aufmachen. Ich sag, warum? Ja, ich brauche Nummer, die rechts steht. Ich sag, hä, hier auf dem Kennzeichen, das ist die gleiche. Nein, muss aufmachen, drinnen dran geklebt. Ich sage, HP695. Ich musste diese scheiß Tür aufmachen, damit er reinguckt und aufschreibt HP695. Boah. Stopp. So, jetzt gehe ich hier rein. Papiere und dann geht's nach...
Stockstadt. Dann nach Isenburg. Oh, wir haben schon 17 Uhr. Ich stehe seit 2 Stunden hier rum, bis der Auflieger fertig war. Ich bin so ein bisschen angefressen im Moment. Dann ist das hier so, wenn der Verlader fertig ist mit Beladen, der Auflieger, dann muss er die Ladelisten, muss er... Mach's gut. Grüß dich. Dann muss er die Ladelisten vorne ins Büro bringen, damit der im Büro sitzt, meine Papiere erstellen kann, die ich dann mitnehme für den Kunden. So. Was macht der Gute, der den Auflieger beladen hat? Der hat dann Feierabend. Und bevor er die Papiere nach vorne bringt, geht er erstmal sich umziehen und mit Kollegen quatschen. Und ich stehe da 15 Minuten lang doof in der Bude und warte mit dem Mann aus dem Büro, dass er meine Papiere machen kann. Nur weil er meint, er müsste den Weg sparen von 50 Metern und muss sich erst umziehen, mit dem Kollegen quatschen. Ey, da könnte einem die Halsschlagader platzen. Ehrlich. Ich sehe gerade. Ich war um 15 Uhr auf dem Hof. Tanken, Dispo, waschen, Auflieger abgestellt, Lärm genommen, hier hochgefahren zum Kunden. Jetzt fahre ich hier weg, es ist 5:30. Scheiß 2,5 Stunden auf dem Freitag, die man sich nicht ans Bein hängen will, möchte, kann. Das ist... Nee. Wir haben es Montag, kurz nach 2:30. Jetzt geht's zum LKW. Nordschicht, Stelle ist der Plan. Fahren aber von Nordheim bis nach Laatzen B3, weil A7 mal wieder wegen Baustelle und Straßenschäden gesperrt ist bis Montagabend. Sünde sein, Sternenhimmel, oh. Ach, hier ist wieder die Hälfte gesperrt an Parkplätzen. Och, ja moin. So, mal schauen, ob der Kollege jetzt schlau ist und weiter vorfährt, wenn er mich da hinten dran lassen möchte, soll, darf, kann. Gucken wir mal, fährt er vor? Jawohl, er fährt vor. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. Dankeschön. Rufe Engel 07. Ich habe gerade einen Ohrwurm von Hubert K. Keine Ahnung, warum, weshalb, wieso. Auf alle Fälle geben wir dieses Lied. Höschen zumachen, nicht mehr aus dem Kopf. Rufe Engel 07. Rufe Engel 07. Rufe, rufe, rufe. Engel, Engel 0007. Ja, so, wollen wir uns mal anmelden, meine lieben Freunde.
Ne? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Peppers, komm zu Papa. Ja. Schön beleuchtet, das Scania. Mhm. Kalt, 1 Grad nur in Deutschland. Was bauen sie denn hier? Was bauen sie denn hier, Feines? So, angemeldet. Psst. Pieper. Yes. So, warten. Hier ist eigentlich eine Stelle, wenn es eine Betonpumpe. Oh, der rote Scania ist wieder hier. Alter, tief, Alter, der sich tief hier macht. Scheiße, wenn keine Doppelstockermaße gerade zur Hand ist. War mit allen gebraucht, deswegen Hand abstapeln. So, jetzt bin ich leer, Papiere und dann in der Firma anrufen, gucken, wo es hingeht. Oh, erstmal muss ich aufs Klo, ey. Oh. Drückt so ein bisschen. Moin! Moin! Wo war denn hier? Wo war denn hier das Klo? Da. Versteckt hinterm Anthos. Da. Wie sieht hier aus? Oh, Licht. Mal vom Tor wegfahren und dann mal Disponenten anrufen. Ja, das machen wir jetzt so. Hm. Die brauchen wir nicht. Das dahin. Ach, Freunde. Nein. War leicht zu Felde. Welcher Stoffender Verkehr? Ruhe. Motorölstand niedrig. Das nur auch noch. Ja, mein Kollege muss mal wieder in die Werkstatt. Im Moment verbraucht der Volvo ein bisschen viel Öl, nach meinem Geschmack. Das ist für den Pförtner, das ist for the company. Yes, of course. Where's my handy? There is it. So, wollen wir mal... Nein, falsche Dispo. Nein. Hör, ich habe noch nie mal angerufen. Was ist da los? Dispo da. Ja. Ja, besetzt. Jo. Guten Abend. Lernstelle SG 1099, 34 Holz. Jetzt kommst du. 34. Ich weiß. Du wolltest mich nach Dings schicken, ne? Ja. Ja, was war die Nummer? 4540. Alles klar. Tschö. Klappboxen laden. Ja, du brauchst Öl. Das kriegst du nachher.
Klappboxenladen. Nee, bevor ihr umfallt. Ja, so, bin am Laden. Klappboxen. Problem hier ist, wo wir laden, gibt es keine Rampen. Deswegen müssen wir uns mit so einem useligen Blech aushelfen. Nicht schön, aber ja, geht nicht anders. Da, wo die Klappboxen stehen, gibt es keine diese Überladerampen oder Brücken oder wie man die auch heißen. Deswegen da. Diese scheißen neuen Ameisenfreunde, ne? Die sind so langsam, die fahren so langsam los und werden immer schneller und ach, alles so auf Sicherheit. Eine Seite richtig, andere Seite nervt. Oh, schön langsam. Bums. 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 Stehen bleiben könnt ihr nicht, wa? Das ist doch gar nicht so schwer. Einfach mal stehen bleiben. Damn, versuchen wir nochmal. Freunde, ich wollte eigentlich gerade wegfahren, aber hier steht ein voll elektrischer Actros. Ganzen Akkus da unten drin verbaut. Ach, der lädt gerade. Guckt. Ja, wird gerade aufgeladen. Das wird Kabel langlaufen, ne? Wahnsinn. Also ich sag mal hier, für den Nahverteilerverkehr ist sowas vielleicht gar nicht mal verkehrt. Man kann da in Hamburg die ganzen Rewe-Märkte anfahren. Aber ob das für den Fernverkehr alles so geeignet ist. Hier ist voll elektrisch. Und auch dieses oberleitungselektrisch betriebene LKW-System. Ich weiß auch nicht, ob das Zukunft hat. Ich habe gehört, die Schweiz hat jetzt 1500 LKWs bei Hyundai bestellt. Mit Wasserstoffantrieb. Das werden die testen. Und, glaube ich, 400 Stadtbusse. Alles auf Wasserstoffbasis. Weil Hyundai und, glaube ich, Toyota sind der Meinung, dass gerade in der schweren... Moment, wenn sie auch machen. Also Hyundai hat mal gesagt, dass Wasserstoff macht Sinn so ab der Mittelklasse. Oberklasse Autos und dann halt Transportgewerbe, LKWs, Busse. Da macht sowas Sinn. Und da sind sie wirklich hart dabei. Deswegen hat die Schweiz gesagt, okay, dann baut uns mal 1500 LKWs, wir testen das. Finde ich sehr gut. Warum muss es immer sowas mit Hochspannungsleitung über der Autobahn sein, wenn man auch einfach Wasserstofftankstellen bauen könnte? Aber gut, Deutschland, wie damals mit der Maut, anstatt bei uns so Go-Boxen vorne reinkleben wie die Österreicher. Nein, wir Deutschen sind was Besonderes. Wir müssen für zig Millionen so ein Mautsystem mit Brücken über die Autobahn spannen und sowas. Wollte ich mal so zeigen und gesagt haben. So, jetzt fahre ich nach Hause. Klappboxen geladen, ab zum Pförtner, nach Hause, dann denke ich mal so 13:30, 14 Uhr Feierabend. Ich bin gleich in Northeim. Links von mir liegt Einbeck. Also noch 20 Kilometer circa, nicht mal ganz, ist auch scheißegal. Warum ich mich nochmal melde bei euch ist, ich habe gerade einen Anruf bekommen von unserer Firma, von meiner Firma. Und zwar, ich soll, oder der Volvo geht morgen zu Volvo. Deswegen heißt es für uns wieder heute tauschen. Also mein Kollege fährt jetzt in die Firma und tauscht dann da unten und wir kriegen einen New Actros wird's werden. Jo. Dann sehen wir uns morgen in einem Stern.